So, guten Morgen. Wir haben uns letzte Woche mit einem fortgeschrittenen Graphenproblem beschäftigt, nämlich wie man maximale Flüsse berechnet. Ja? Das Spannende daran war, dass wir sozusagen eine Abfolge von immer besseren Algorithmen kennengelernt haben und das geht jetzt noch ein kleines Stück weiter. Das möchte ich Ihnen heute vorführen. Also wir haben zunächst mal einen einfachen Greedy-Algorithmus gesehen, den Ford-Farkassen-Algorithmus, der jeweils augmentierende Pfade berechnet, die also entlang eines Pfades von der Quelle zur Senke zusätzlichen Fluss schicken. Und wenn man ein bisschen geschickt war da drin, wie man diese Pfade findet, nämlich nicht im Ursprungsgraphen, sondern in dem Residualgraphen, konnte man zeigen, dass man damit maximale Flüsse berechnet. Ja? Leider war das kein stark polynomieller Algorithmus, den konnte man sozusagen ins Boxhorn jagen. Deshalb haben wir uns dann einen stärkeren Algorithmus angeschaut, der im Endeffekt augmentierende Pfade auch berechnet, die aber auf kürzestem Wege schickt und der außerdem das noch in einer, sagen wir mal, batched Art und Weise macht, der also immer gleich viele augmentierende Pfade findet, die zusammen einen blockierenden Fluss ergeben. Und das war dann ein stark polynomieller Algorithmus mit Laufzeit. Man muss immer die ganzen Polynome da richtig rumkriegen. Wo war das? Okay. Looking Flows. M mal n Quadrat Laufzeit. Das kann dann also bis zu kubisch in der Eingabegröße sein. Nicht so schön. Also man kann das sicherlich noch verbessern. Wir haben dann auch tatsächlich gesehen, so ein etwas theoretischeres Ergebnis, dass halt entlang auch langer Pfade in logarithmischer Zeit Dinge tun kann, haben aber gesagt, empirisch ist das jetzt nicht so das dolle Ding. Und dann hatten wir uns angeschaut, Spezialfälle, die auch ganz interessant sind. Wenn die Kantenkapazitäten einfach 0 oder 1 sind oder immer 1 sind, reduziert sich die Anzahl, reduziert sich die Zeit für eine Blocking-Flow-Berechnung auf linear und die Anzahl Iterationen auf Wurzel m. Ja? Und haben damit eine deutlich bessere Schranke gekriegt. Und zwar ohne komplizierte Datenstrukturen, um entlang langer Pfade Dinge zu tun. Das kann man nochmal ein bisschen verstärken, wenn Eingangs- oder Ausgangsgrad jedes Knotens 1 ist. Und dafür gibt es eine interessante Anwendung, für die ich dann letztes Mal nicht mehr so viel Zeit hatte, nämlich eine Berechnung von Maximum Cardinality Matchings. Was ist ein Matching? Das ist eine Teilmenge von Kanten M, wenn, naja, jeder Knoten zu maximal einer Matching-Kante inzident ist. Man auch anders ausgedrückt, wenn wir uns einen neuen Graph angucken, V,m, dann ist das ein Graph, dessen maximaler Grad 1 ist. Ja? Und jetzt muss man bei der Terminologie ein bisschen aufpassen, das ist auch bei anderen mathematischen Optimierungsproblemen so. Es gibt einen Unterschied zwischen maximal und Maximum im Englischen. Im Deutschen weiß ich gar nicht, wie man das da handhabt, da ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Also im Englischen, ein Matching ist maximal, wenn man ihm keine Kante hinzufügen kann. Also es gibt keine Kante E, die nicht bereits ein M ist, sodass wenn ich E dazufüge zu dem Matching, ist es immer noch ein Matching. Ja? Ein Matching hat maximale Kardinalität. Oder man nennt es dann auch kurz ein Maximum Matching. Wenn es kein anderes Matching M' gibt, das größer ist. Und das ist ein Unterschied.
Das sehen wir an diesem Beispiel. Also hier ist ein Matching der Größe 2 und das ist auch maximal, weil jede andere Kante in diesem Graphen ist inzident zu einem Knoten, für den ich, der bereits in einem dieser, durch einen dieser Matching Edges, eine der roten Kanten da abgedeckt ist. Ja? Es ist aber kein Maximum Cardinality Matching, weil das hier ist ein Matching mit drei Kanten, das größer ist. Ja. Aber ich kann nicht direkt durch Auswählen einer zusätzlichen Kante dieses zu diesem transportieren, formieren, sondern ich muss die sozusagen erstmal beide rausnehmen und kann dann erst die da einfügen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ich könnte erstmal den rausnehmen, dann kann ich die beiden einfügen, dann könnte ich den rausnehmen und dann den hier einfügen. Ja, also es sind kompliziertere Operationen, die ich machen muss, um zu einem Maximum Cardinality Matching zu kommen. Und interessanterweise kann ich das durch ein Flussproblem modellieren. Ja? Was ich im Endeffekt mache, ist, nicht ganz, genau. Für allgemeine Graphen gibt es auch polynomielle Algorithmen für Maximum Cardinality Matching. Die sind aber ein bisschen hässlicher, sage ich mal. Ja, das war auch ein bahnbrechendes Ergebnis, interessanterweise schon in den 60er Jahren, das aber trotzdem einen recht nicht trivialen Algorithmus hat, den ich Ihnen hier erspare. In vielen Anwendungen ist es aber tatsächlich so, dass wir gar keine allgemeinen Maximum Cardinality Matchings brauchen, sondern Matchings in bipartiten Graphen. Im Endeffekt ist diese Anwendung, die ich Ihnen mal ganz am Anfang gezeigt hatte, die tatsächlich auch bei mir in der Gruppe eine Rolle spielte, ein gutes Beispiel dafür. Denken Sie sich mal diese Sekundärstruktur weg, diese Controller und IO-Busse, und stellen Sie sich einfach die Frage, naja, wie modelliere ich die Frage, ich habe Requests auf der einen Seite und Platten auf der anderen, also Requests nach irgendwelchen Daten. Die Daten sind redundant auf mehreren Platten gespeichert. Aber von welcher Platte sollte ich das jetzt, welche Kopie jedes Requests sollte ich lesen, damit das Ganze möglichst effizient geht? Wenn ich dann außerdem noch den Spezialfall habe, dass ich das in einem einzigen Schritt machen will, also ich möchte möglichst viele der Requests erfüllen in einem Schritt, dann ist das gerade so ein Bipartite-Matching-Problem. Ja? Ich muss die Requests den Platten zuteilen. Und wir hatten hier aber gesehen, wir haben hier ein allgemeineres Problem, das ist Maximum Flow. Aber Bipartite Cardinality Matching ist eben gerade auch ein sehr einfacher Spezialfall von Maximum Flow. Und zwar ist es jetzt so, ich habe die eine Seite, die andere Seite. Ich kann jetzt willkürlich eigentlich festlegen, welche Seite wo ist, nenne ich die mal links und rechts. Ich verbinde einen zusätzlichen Quellknoten mit den linken Knoten. Ich verbinde einen zusätzlichen Senkenknoten mit den rechten Knoten. Und die Kanten meines Bipartitengraphes sind eben jetzt in meinem Flussnetzwerk Kanten, die ich von links nach rechts gerichtet habe. Ja? Und man kann sich jetzt relativ leicht überlegen, genau, die Kanten haben alle Kapazität 1. Man kann sich relativ leicht überlegen, dass jeder Fluss in diesem Flussgraphen ein Matching in dem Bipartitengraphen entspricht. Weil es kann nicht sein, dass zum Beispiel durch einen Knoten hier in L Fluss größer 2 geht, also da mehrere Kanten ausgewählt werden. Oh, ich habe was Falsches gesagt. Aber das ist interessant, genau. Was habe ich falsch gesagt? Ich habe eben behauptet, jeder Fluss in dem Graphen hier entspricht einem Matching in dem Bipartitengraphen. Was ist daran falsch? Kann mir jemand ein Gegenbeispiel nennen?
Das ist nur richtig, wenn ich ganz bestimmte Flüsse annehme. Nämlich ganzzahlige Flüsse. Ja? Also nehmen wir mal an, also die kantnormale Kapazität 1, aber in dem Flussproblem ist es durchaus erlaubt zu sagen, aha, ich schiebe jetzt Fluss 1 hier durch und dann die Hälfte davon kommt hier durch, die Hälfte dadurch und dann finden die sich hier irgendwie wieder zusammen. Ja? Dann ist irgendwie nicht klar, was jetzt das Matching sein sollte, das ich daraus ableite. Wenn ich aber einen ganzzahligen Fluss habe in so einem Unit-Network, dann kann das nicht passieren. Ne? Die haben ja alle Kapazität 1. Wenn hier mit Kapazität 1 Fluss reinkommt, also wir haben genauer gesagt, wenn er ganzzahlig ist, 0 oder 1 Fluss, jede Kante. Ja? Wenn hier Kapazität 1 reinkommt, dann kann die nur da oder da rausgehen. Ja? Also ist hier nur eine Kante in dem Fluss drin. Das gleiche passiert hier auf der Seite. Wenn hier Fluss 1 durchgeht, dann kann das nur von einer eingehenden Kante kommen. Ja? Das heißt, so ein ganzzahliger Fluss hat die Eigenschaft, dass jeder Knoten hier nur eine aktive Kante hat, also Kante, über die Fluss geht, in diesem Teil, der zu den Bipartitengraphen gehört. Das heißt, jeder ganzzahlige Fluss entspricht einem Matching. Umgekehrt, jedes Matching entspricht auch einem Fluss. Weil wenn ich hier jetzt eine Menge von Kanten auswähle, dann kann ich die immer zu einem Fluss komplettieren, indem ich halt die entsprechende Kante hier und hier auch Fluss 1 tragen lasse. Ja? Also es gibt eine 1 und 1 Beziehung zwischen ganzzahligen Flüssen in diesem Flussgraphen und Matchings. Und daraus folgt dann eben auch, dass ein maximaler Fluss ein Maximum Cardinality Matching in dem Bipartitengraph ist. Ja? Das andere Schöne ist, das ist ein Netzwerk mit Unit Capacities und jeder Knoten hat Eingangsgrad 1 bzw. kleiner gleich 1 oder Ausgangsgrad kleiner gleich 1, nämlich die Knoten links haben Eingangsgrad 1, die Knoten rechts haben Ausgangsgrad 1, naja, und S hat Eingangsgrad 0 und T Ausgangsgrad 0. Ja? Das heißt, die Analyse für diese Unit Networks ist anwendbar und wir haben hier einen Algorithmus, der in O von M mal Wurzel N Zeit läuft. Und das ist schon einigermaßen schnell. Frage dazu? Was auch ganz interessant ist, Dinitz Algorithmus erreicht diese Schranke dann. Ja? Und es hat, glaube ich, unabhängig von diesem Dinitz Algorithmus vorher schon Algorithmen gegeben, die halt Maximum Cardinality Matchings berechnen, aber stellt sich raus, das ist eigentlich alles das Gleiche. Ja? Da hat jemand einen Maximum Cardinality Matching Algorithmus beschrieben, aber der macht eigentlich das Gleiche wie Dinitz Algorithmus, nur mit einer anderen Terminologie. Und natürlich kann man dann ein paar Dinge vereinfachen, wenn man weiß, aha, die haben Eingangsgrad 1, die haben Ausgangsgrad 1 und so weiter. Fragen zu Maximum Cardinality Matchings. Ja? Genau, und es hat halt viele Anwendungen, weil man will jetzt sozusagen Dinge einer Klasse, Dinge einer anderen Klasse zuordnen. Zum Beispiel, anderes Beispiel wäre jetzt Zuteilung von egal. So, jetzt kann man sich fragen, aha, wir haben jetzt einen Algorithmus auf Basis von Dinitz-Algorithmus, der viel schneller ist als diese n-Quadrat mal m-Schranke für den allgemeinen Algorithmus. Warum kann ich ein ähnliches Argument nicht für allgemeine Graphen machen? Da ist das Problem, vielleicht gehe ich mal zurück zu dem Teil der Analyse, bei der Analyse, dass wir nur Wurzel m Iterationen brauchen, war das Argument, naja, wir haben diesen Level-Graphen im Dinitz-Algorithmus. Durch immer mehr Iterationen ziehen wir den immer weiter auseinander und die Graphen zwischen die zwei Kanten in dem Level-Graphen verbinden, die induzieren auch einen Schnitt im Residual-Graphen. Ja?
Und dann haben wir gesagt, naja, also das sind jetzt, ich habe insgesamt m Kanten, die ich irgendwie auf diese Levels verteilen kann. Ein Level wird schon die wenigsten Kanten haben, aber es wird, muss immer einen geben, der nur Wurzel m Kanten enthält. Und dann, naja, die haben Unit Capacity, deshalb ist da auch entsprechend wenig Fluss, der da drüber fließen kann. Und dann kann ich im Zweifel am Ende Ford Fulkerson machen. Das Argument bricht aber zusammen, wenn ich beliebige Kantenkapazitäten habe. Dann ist es nämlich so, dass eine einzige Kante mit großer Kapazität kann durchaus ausreichen, sehr viel Fluss zu tragen. Ja? Und dann funktioniert das Argument nicht mehr. Und dann haben eben, was war das, mehr als 20 Jahre nach Dienitz' Algorithmus, Goldberg und Rao, beobachtet, wir können es doch. Was die nämlich gesagt haben, naja, dann nehmen wir uns halt Kanten großer Kapazität und diskutieren die sozusagen weg. Ja? Wir sagen uns, wir kontrahieren den Graphen und zwar, wir gucken uns den Graphen an, der entsteht, wenn man nur Kanten mit hoher Kapazität nimmt. Und das ist jetzt so ein Tuning-Parameter, Delta im Endeffekt. Und ich kontrahiere alle starken Zusammenhangskomponenten bezüglich dieses Graphen mit Kanten hoher Kapazität. Ja? Der Punkt ist, innerhalb dieser starken Zusammenhangskomponenten weiß ich, ich kann immer Fluss Delta da durchrouten, weil da halt, egal welchen Pfad ich nehme, ich habe einen Pfad mit hoher Kapazität. Ja? Wenn ich den Graphen dann kontrahiere, habe ich eben in dem, was übrig bleibt, keine hohen Kapazitäten mehr. Und da drin, in dem Graphen, kann ich dann halt Dienitz-Algorithmus im Endeffekt verwenden und weiß, dass ich wenig Iterationen brauche. Ja, und wenn man das richtig zusammenbaut, man macht da so ein Scaling-Argument, man fängt mit einem kleinen Delta an und dann einem großen, kann man halt zeigen, dass man sozusagen mit Log C Iterationen von Dienitz' Algorithmus mit unterschiedlichen Werten für das Delta dann einen Algorithmus enthält, der halt nur diesen Faktor Log C langsamer ist als Dienitz' Algorithmus. Und zwar jetzt für, naja, nicht beliebige Kapazitäten, aber ganzzahlige Kapazitäten und es hängt nur logarithmisch von dieser maximalen Kantenkapazität ab. Genau. Die Details möchte ich Ihnen jetzt nicht vorführen. Das funktioniert in der Praxis auch nicht so gut. Wir haben da dann tatsächlich ein Paper drüber geschrieben, wo wir gezeigt haben, dass das für bestimmte Graphen, die entworfen wurden, um andere Algorithmen, die es vorher gab, schlecht aussehen zu lassen, dass das da tatsächlich besser ist. Also sagen wir mal allgemeiner, für besonders schwierige Instanzen ist das hilfreich, möglicherweise. Aber für andere, gerade so Sachen, die aus Anwendungen kommen, wird es dadurch eher langsamer, weil man hier komplizierte Dinge tut und so weiter. Vielleicht auch, weil man hier systematisch Mist baut, wenn ich mal sagen will. Oder sag mal, systematisch Dinge tut, die man vor einfachen Instanzen eigentlich nicht tun sollte. Weil was ich hier ja mache, ist, ich kontrahiere Kanten mit hoher Kapazität und suche mir dann im Endeffekt augmentierende Pfade, die eine niedrige Kapazität haben. Also ich fange halt an, damit sozusagen Flaschenhälse zu stopfen und erst dann mache ich den eigentlichen Hauptteil meines Problems. Und vielleicht sollte man eher umgekehrt vorgehen, erstmal viel Fluss durchzuleiten und dann reparieren, was man da falsch gemacht hat. Ein anderer Ansatz, der in der Praxis besser funktioniert. Und das möchte ich Ihnen jetzt formalisiert vorführen, nämlich dieses Preflow-Push-Konzept. Und auf dem beruhen auch viele in der Praxis erfolgreich eingesetzte Algorithmen. Wir können uns das mal anschauen an einem ganz einfachen Beispiel, warum Algorithmen, die auf augmentierenden Pfaden beruhen, vielleicht nicht so gut sind. Gucken wir uns mal diesen Graphen an, der hat einen ganz langen Pfad
mit sehr hoher Kapazität, vielleicht sogar unendlicher Kapazität von S hier rüber. Und dann gibt es noch zwei Schichten mit kurzen Faden sehr niedriger Kapazität. Ja? Wenn Sie jetzt einen Algorithmus verwenden, der augmentierende Pfade berechnet, dann ist das immer so. Sie fangen hier beim Startknoten an, schieben hier wenig Fluss rüber, suchen dann diesen kurzen Pfad, machen eine Augmentierung und dann dekrementieren Sie hier die Kantenkapazität. Und das wiederholen Sie ganz oft. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt verallgemeinern würde, hätte ich hier einen Pfad der Länge n halbe, hier habe ich n halbe augmentierende Pfade, sagen wir ruhig sogar Unit Capacity, ne? Dann habe ich also insgesamt O von n Kanten. Dienitz Algorithmus würde mit einem einzigen Blocking Flow das Ganze tatsächlich auch lösen, das ist die gute Nachricht, aber er würde halt n halbe, sowas wie n halbe, solche Breakthrough-Operationen haben, für die er jeweils Zeit O von n halbe braucht, weil das ein Pfad der Länge n halbe ist. Also insgesamt quadratische Laufzeit, also Omega n Quadrat Laufzeit, auf einem Graphen der Größe O von n. Ja? Während, was ich ja auch machen könnte, wäre, ich schiebe erstmal viel Fluss hier rüber. Das kann ich in linearer Zeit machen, also indem ich hier entsprechend den Flussgraphen ändere. Und dann mache ich sozusagen ein neues Flussproblem auf und sage, und dann schiebe ich das hier in n halbe Schritten, die jeweils nur konstant viel Zeit kosten, rüber. Und da habe ich insgesamt in linearer Zeit so einen Fluss berechnet. Nun ist das aber nur ein ganz spezielles Beispiel. Wie verallgemeinere ich das zu einem allgemeingültigen Maximum Flow Algorithmus? Und das möchte ich Ihnen jetzt vorführen. Die Idee ist, wir verallgemeinern das, was wir unter einem Fluss vorstellen. Wir wollen zwar einen Fluss berechnen, aber wir sagen, während unserer Berechnung brauchen wir nicht mehr diese harte Invariante, wir haben jeweils einen Fluss, sondern wir relaxieren die ein bisschen und sagen, an einigen Knoten darf es einen Überschuss an eingehendem Fluss geben. Ja, das nennen wir den Exzess. Das ist die Differenz zwischen eingehendem Fluss und ausgehendem Fluss. Die muss immer größer gleich 0 sein. Und das ist im Prinzip, was passiert, wenn ich Fluss entlang dieses Pfades hier verschieben würde. Ne? Nach ein paar Schritten davon hätte ich dann hier zum Beispiel einen Knoten, wo ich Fluss reinschiebe, aber ich habe mir noch nicht angeguckt, was da weiter rechts passiert. Deshalb hätte der Knoten dann einen Exzess. Ja? Und wir nennen Knoten mit positivem Exzess, die nicht der Startknoten sind, nennen wir aktiv. Ja? So, und wir manipulieren diesen Preflow in einer sehr feinkörnigen Art und Weise. Und das ist der andere wichtige Trick hier hinter. Die augmentierenden Flussalgorithmen, die haben relativ komplexe Update-Operationen gebraucht, um diese Flussinvariante global aufrechterhalten zu können. Ja, nämlich mussten Operationen eigentlich immer entlang ganzer Pfade durchführen. Wir machen jetzt eine ganz einfache Operation, die mehr oder weniger konstante Zeit braucht. Nicht mehr oder weniger, sondern konstante Zeit braucht, nämlich einen Push. Push kriegt zwei Parameter, eine Kante des Residualgraphen E und einen Parameter Delta, das ist die Menge Fluss, die ich da drüber schieben will. Die hat ein paar Vorbedingungen, die im Endeffekt sicherstellen, dass das Durchführen dieser Operation diese Preflow-Invariante aufrechterhält. Und zwar bedeutet das, damit überhaupt was passiert, sollte dieses Delta größer 0 sein. Der Exzess von dem Knoten V, von dem ich Fluss wegschiebe, sollte größer gleich Delta sein. Das bedeutet auch, der Knoten ist aktiv. Ne? Und
die Residualkapazität der Kante sollte größer gleich Delta sein. Ja? Also ich habe genug Exzess, um da den Fluss entlang der Kante zu erhöhen. Und die Kante hat auch die Kapazität dafür. Das ist im Prinzip die Vorbedingung. So, und was ich dann mache ist, ich reduziere den Exzess von V um Delta, ich erhöhe den von W um Delta. Und dann muss ich den Fluss updaten und weil ich auf dem Residualgraphen agiere, habe ich hier wieder diese Fallunterscheidung. Wenn die Kante so eine Umkehrkante ist, die nur existiert, weil auf der umgekehrten Kante ein Fluss liegt, dann reduziere ich den Fluss der umgekehrten Kante und sonst erhöhe ich den Fluss der Kante. Ja? Also das stellt sicher, dass der Residualgraph weiter auf dem neuesten Stand ist. Fragen zu dieser Push-Operation. Ja? Und die Grundidee hinter einem Preflow-Push-basierten Maximum-Flow-Algorithmus ist eigentlich ganz einfach. Ich fange mit Fluss 0 an. Das ist auch ein Preflow. Ich führe Push-Operationen aus, irgendwelche, die müssen halt alle diese Vorbedingungen erfüllen. Und am Ende möchte ich einen Preflow haben, der auch ein Flow ist. Und dann habe ich einen maximalen Fluss. Wenn ich noch ein paar andere Kleinigkeiten richtig mache. Ich möchte diesen super generischen Algorithmus hier gar nicht vorführen, weil der ohnehin noch ein Problem hat. Also das ist jetzt schön, dass ich diese feinkörnigen Update-Operationen auf diesen Preflows habe, aber was mache ich denn überhaupt? Also wie wähle ich jetzt denn die Kanten aus, in denen ich Fluss entlang schicke? Da brauche ich irgendwie eine Heuristik dafür, die da beweisbar Fortschritt machen. Also insbesondere ist es so, es ist immer möglich, so wie was zu dem, was ich bisher gesagt habe, ich schicke Fluss entlang einer Kante, die eine entsprechende Kapazität hat, und dann schicke ich ihn wieder zurück, unendlich oft. Ich brauche jetzt zusätzlich einen Steueralgorithmus, der diese Push-Operationen auswählt und der irgendwie Fortschritt macht in Richtung auf einen maximalen Fluss. Und dafür brauche ich ein zusätzliches Konzept. Was ich nämlich zusätzlich erreichen möchte, ich möchte den Fluss nicht irgendwie durch die Gegend schieben, sondern Richtung dem Senkenknoten. Das ist zumindest die Grundidee. Und das formalisieren wir jetzt wiederum auf eine sehr allgemeine Art und Weise mit der sogenannten Level-Funktion. Ja, also die Idee ist, ich mache Fortschritt bezüglich des Verschieben von Fluss in Richtung T. Ja? Was ich dazu mache, ist, ich speichere mir eine Approximation des Abstands eines Knotens V zum Zielknoten bezüglich ja, einfach BFS-Abstand. Ne? Also ich approximiere den BFS-Abstand von V zu T im Residualgraphen. Jetzt kann ich viel sagen, was meine ich mit Approximation? Das ist schon eine sehr, sehr, sehr grobe Approximation hier. Deshalb müssen wir das auch wirklich mal genau uns angucken, was wir da machen. Wir haben jetzt sozusagen zusätzliche Invarianten für unseren Preflow-Push-Algorithmus bezüglich dieser Approximation. Ja? Und eine ist d von t gleich 0. Das macht irgendwie Sinn. Wenn ich was zu t schicke, dann macht es keinen Sinn, von t was wegzuschicken. Also der hat t von t gleich 0. Jetzt kommt ein bisschen was Merkwürdiges. D von s gleich n. Ja? Das sieht auf den ersten Blick komisch aus. Vor allem das, was ich Ihnen eben gesagt habe, ich mache Push-Operationen, bis ich fertig bin. Das ist ein bisschen komisch. Das sieht man aber erst, wenn man die andere Invariante noch hat. Genau, also bisher ist das sehr globale Sachen. Das hier verstehen wir später.
Das hier ist eigentlich die einzige Invariante, die sagt, das ist sowas wie eine vernünftige Approximation. Ich möchte, dass für jede Kante im Residualgraphen von v nach w, d von v kleiner gleich d von w plus 1. Ja? Also ich mache, das ist dieses, ich mache Fortschritt, aber vielleicht auch nicht zu viel. Das ist jetzt so die Idee. Weil wenn ich zu viel Fortschritt machen würde, heißt das im Endeffekt, dass dieses d keine gute Approximation ist. Vor allem bezüglich der Idee, dass das was mit der BFS-Distanz zu tun hat. Ja? Und ich nenne solche Kanten Steep Edges. Also wenn es doch so eine Kante gäbe, dann, ja, die will ich nicht haben. Genau, und wenn es doch so eine Kante gäbe, dann wären diese, wäre das D keine vernünftige Approximation des BFS-Abstands. Man kann das auch anders formulieren. Alle Knoten, nee, lassen wir es mal dabei. Also das ist schon eine relativ technische Definition hier und wir werden am Ende sehen, dass das funktioniert, sage ich mal. Ja, und es gibt eine gewisse Intuition dahinter, warum das eine Approximation ist. So. Brauche ich noch ein bisschen Terminologie. Wir nennen also eine Kante steep, wenn d von w kleiner d von v minus 1 ist. Wir nennen sie abwärts, wenn d von w kleiner d von v. Wir nennen sie horizontal, wenn die Distanzen gleich sind. Und upward, wenn d von w größer d von v. So. Jetzt habe ich eine sehr abstrakte Definition dieser Abstandsfunktion. Und mit der kann ich jetzt einen sehr generischen Algorithmus formulieren, der dieses Preflow-Push-Ding macht. Genau. Und jetzt weise ich vielleicht mal auf ein Problem hin mit diesem d von s gleich n. Und damit verstehen wir dann auch, was am Anfang von dem Algorithmus passiert. Wenn wir jetzt auf dem Residualgraphen sind, wir haben noch nicht darüber geredet, wie wir die Anfangswerte von d wählen. Aber es wäre zum Beispiel naheliegend, und sowas Ähnliches machen wir dann später auch, dass wir am Anfang mal so eine BFS-Suche von t in gf machen und das mal als Anfangswerte für diese Labels verwenden. Wenn wir das aber auf dem Eingabegraphen machen, würde d von s einen Wert kriegen, der kleiner n ist. Weil wenn es überhaupt irgendeinen augmentierenden Pfad gibt, dann, dann gibt es auch einen kürzesten augmentierenden Pfad, und zwar einen einfachen. Und der kann eben höchstens n minus 1 Kanten haben. Ja? Dann ist... Wenn ich dann d von s gleich n setze, müsste mindestens ein Steep Edge da drin sein. Ja, also irgendwas scheint hier nicht zu stimmen, könnte man argumentieren. Ich kann die Regeln auf dem Eingabegraphen gar nicht erfüllen. Ja, weil es immer einen kurzen Pfad von s nach t gibt, also muss es auch immer einen Steep Edge geben. Und jetzt kommt der erste Twist von diesem Algorithmus. Meine Anfangssituation ist eine ganz andere. Ich sage nämlich erstmal, ich saturiere alle ausgehenden Kanten aus S. Ja? Also da schiebe ich so viel Fluss, wie sie Kapazität haben, entlang. Und alle Zielknoten davon sind jetzt aktiv und haben halt einen entsprechenden Exzess. Und dann ist es so, dann ist im Residualgraphen S gar nicht mehr von T aus erreichbar. Ja, und dann kann ich dem auch eine entsprechend große Abstand n zuteilen. Und ich mache was total Brutales. Alle anderen Abstände initialisiere ich auf 0. Also ich tue jetzt so, als wären die anderen ganz nah. Aber natürlich stimmt das möglicherweise gar nicht. So. Also ich habe so eine... Genau, aber... Diese Initialisierung etabliert jetzt diese Invariante, die ich auch bezüglich der Distanz da habe. So, jetzt kann mein Algorithmus loslegen. Ich suche mir irgendeinen aktiven Knoten V, der also positiven Exzess hat. Und jetzt gibt es zwei Hauptfälle.
Entweder es gibt eine ausgehende Kante im Residualgraphen, die die Eigenschaft hat, eine Abwärtskante zu sein. Und wir haben außerdem die Invariante, dass es keine Steep Edges gibt. Ja? Dann wähle ich einen Wert Delta und wie viel Fluss ich schicke. Und da gibt es eben diese beiden Constraints. Der muss ja kleiner gleich dem Exzess von V sein und kleiner gleich der Residualkapazität. Also wähle ich den halt kleiner gleich Minimum dieser beiden Dinger. Wir werden sehen, in der Regel wählt man den als tatsächlich gleich dieses Minimum. Es gibt aber Algorithmen, die das anders machen, aus auch guten Gründen. So, und jetzt mache ich einen Push E-Delta. Ja? Weil ich das Delta und das E geeignet gewählt habe, wird diese Invariante des Preflows aufrechterhalten und außerdem die Invarianten für die Distanzfunktion. Das muss ich mir noch überlegen, warum das so ist. Ich habe hier eine Abwärtskante, die aber nicht steep ist. Ich schicke ein bisschen Fluss da entlang. Dann kann es sein, wenn ich die nicht komplett saturiere, dass es eine Abwärtskante bleibt, aber es ändert sich ja auch sonst nichts, das ist kein Problem. Jetzt ist es aber so, kann ja sein, dass der Fluss entlang dieser Kante vorher 0 war und der wird jetzt größer 0. Dann kommt also plötzlich die umgekehrte Kante in den Residualgraphen rein. Und die darf ja auch nicht steep sein. Aber das ist kein Problem, weil ich ja entlang einer Abwärtskante gepusht habe, ist das Umgedrehte davon, ich habe eine Aufwärtskante. Und die kann ja nicht steep sein. Ja? Also da bleibt die Invariante erhalten. So, der andere Fall ist, es gibt gar keine Kanten aus V heraus, die noch Fluss tragen können und die Abwärtskanten sind. Und dann mache ich ein Relabel. Deshalb heißen diese Algorithmen auch Push-Relabel-Algorithmen. Es gibt also zwei Operationen, einen Push und Relabel. Relabel inkrementiert einfach den Distanzwert von V. Da muss ich mir auch wieder überlegen, wie ist das mit den Invarianten? Da es ja keine Abwärtskante gab, die aus V rausgeht, im Residualgraphen, kann durch dieses Erhöhen auch keine Steep Edge entstehen. Weil die anderen Kanten, das sind ja horizontale oder Aufwärtskanten, die werden ja durch Erhöhen des Labels nur flacher. Beziehungsweise die Aufwärtskanten werden flacher und die Nullkanten könnten jetzt eligible werden, könnten jetzt Abwärtskanten werden, aber eben nur um den Wert 1, aber sie können niemals steep werden dadurch. Ja? Genau, das habe ich schon gesagt, dass man in der Regel dann Delta gleich Minimum von Exzess und Kapazität wählt. Und dafür gibt es auch Begriffe. Ein saturierender Push ist einer, bei dem das Delta gleich der Residualkapazität ist. Ein nicht saturierender Push ist eins, bei dem das halt nicht der Fall ist. So, jetzt haben wir einen extrem generischen Algorithmen. Und da gibt es mehrere Instanzierungen davon. Das macht es auch so spannend. Ne? Also so ein bisschen wie bei dem Algorithmen-Pattern für DFS. Wir haben hier einen Algorithmus und den kann ich auf viele Weisen interpretieren und damit vielleicht, wenn ich es geschickt mache, effizienter werden. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen, wie das geht. Ja? Also wo sind hier die Dreh- und Angelpunkte. Ich habe eine gewisse Freiheit da drin, wie ich hier die aktiven Knoten auswähle. Es steht ja nur, solange es einen gibt. Aber welchen ich dann nehme, kann ich mir aussuchen. Und hier habe ich halt auch die freie Wahl, welche Kante ich auswähle unter den Eligible Edges. Beispiel. Also das ist jetzt wieder unser Standard-Flussgraph. Und ich habe hier die Situation nach der Initialisierung gezeigt. Also ich habe die beiden Kanten, die aus S reingehen, die haben Kapazität 10, habe ich saturiert mit einem Fluss von 10. Und entsprechend habe ich hier zwei Knoten
mit einem Exzess von 10. Das sind die roten Zahlen, die an den Kanten stehen. Die grünen Zahlen sind dieser D-Wert, also den approximierter Abstand. Da ich hier einen Graphen mit 6 Knoten habe, ist das bei S 6 um alle anderen 0. Ne? Fragen zu der Ausgangssituation für das Beispiel? Keine? So. Was sagt der Algorithmus? Ich wähle einen Knoten mit positivem Exzess. Das könnte einer der beiden sein. Sagen wir mal, ich nehme den. So. Jetzt hat der zwei ausgehende Kanten. Sind davon welche eligible? Können wir das jemand sagen? Ja. Genau, das sind keine Downward Edges, sondern Horizontal Edges. Also es gibt keine eligible Edges. Also mache ich eine Relabel-Operation. Also ich inkrementiere diese Distanz auf 1 und dann habe ich plötzlich zwei eligible Edges und ich wähle den aus. Das sind jetzt die beiden Operationen, die ich hier hingemacht habe. Also erstmal ein Relabel, der dann das hier von 0 auf 1 liftet, das Push, das jetzt hier einen Knoten mit Exzess 10 produziert. So, jetzt ist der nicht mehr aktiv. Jetzt muss ich wieder einen aktiven Knoten auswählen. Jetzt wählen wir mal den. Ich habe das Beispiel jetzt übrigens so gewählt, dass der im Endeffekt diese Berechnung emuliert, die der Ford-Falkerson-Algorithmus auch gemacht hätte. Ja, den wir in unserem Beispiel hatten, wo wir dann so greedy erstmal Pfade mit möglichst hoher Kapazität gewählt haben. Jetzt wählen wir also den Knoten. Der ist aber auch nicht eligible, weil die einzige ausgehende Kante ist wieder horizontal. Also mache ich wieder so ein Relabel. Dann wird das 1, dann wird diese Kante eligible und ich kann Fluss 10 hier entlang schieben. Dadurch wird der Exzess hier komplett aufgebraucht. Diese Kante wird allerdings nicht saturiert. Also das ist ein Beispiel für einen nicht saturierenden Push. Wie auch immer, jetzt gibt es nur noch einen aktiven Knoten. Das ist der hier. Der ist wieder nicht eligible, weil das ist eine Aufwärtskante und das ist eine horizontale Kante. Also mache ich ein Relabel, wo der jetzt den Kapazität 4 kriegt. Quatsch, Level 1. Und dann wird diese Kante eligible, also ich saturiere die. Und was jetzt passiert ist, ich habe einen Push, der saturierend ist, der allerdings hier den Exzess nicht aufbraucht. Ne? Der bleibt aktiv, allerdings jetzt mit einem Exzess von 6 statt vorher 10 und der wird aktiv mit einem Exzess von 4. Ja, jetzt bleibe ich mal bei diesem Knoten. Ja. Diese Kante ist saturiert, die ist im Residualgraphen nicht mehr drin, aber die hier ist nicht saturiert, ist eigentlich nicht eligible, das ist eine Horizontalkante. Also mache ich erst wieder ein Relabel auf 2 und kann dann Push hier machen. Was dann, das war ein saturierender Push, die Kante ist saturiert. Der hier wird wieder aktiv, der bleibt aktiv mit einem Exzess von 2. Ja? Ich mache jetzt übrigens eine Strategie, die man oft macht bei Preflow-Push-Algorithmen, nämlich, dass man bei einem Knoten, den man einmal am Wickel hat, so lange bleibt, bis man den Exzess komplett losgeworden ist. Ja, das ist eine Heuristik, die bei der Implementierung ein paar Vorteile hat, eine gewisse Lokalität in der Berechnung. Also ich bleibe jetzt hier. Was passiert hier? Die ist saturiert, also nicht mehr im Residualgraphen, die ist auch saturiert. Die umgekehrte Kante ist im Residualgraphen, aber die geht aufwärts, sogar massiv aufwärts. Aber ich mache ein Relabel auf 3, immer noch aufwärts. Dann mache ich ein Relabel auf 4, 5, 6, dann ist sie horizontal. Okay, 7. Ja, darf ich machen. Jetzt habe ich hier 7, dann ist das hier eine Abwärtskante und jetzt kann ich sozusagen den Exzess von 2, den ich hier hatte, werde ich los, indem ich den Fluss zurück nach S schicke.
Und das ist natürlich eine ganz wichtige Operation. Ne? Man denkt bei Preflow Push immer, ja, das muss jetzt zum T. Aber am Ende hat man dann ja möglicherweise noch Exzesses übrig. Also so wie ich das initialisiere, habe ich ja dann immer alle ausgehenden Kanten von S insbesondere saturiert. Aber im Allgemeinen kriege ich den Fluss da ja gar nicht raus. Und irgendwann muss der zurück. Und deshalb, den Mechanismus haben wir jetzt hier drin. Ja? Als einfachen Spezialfall von unserem Preflow-Push-Algorithmus. Ich habe also jetzt Flussmenge 2 hier zurückgetan. Genau. Man sagt auch oft, dass der S hat irgendwie, kann auch negativen Exzess haben. Und zwar am Anfang ist der Exzess von S minus die Summe der Kapazitäten der ausgehenden Kanten. Ja? Brauchen wir aber nicht so direkt hier. Genau, jetzt gibt es hier die beiden aktiven Knoten. Was mache ich? Den da. Genau, der hat hier eine ausgehende Kante, die ist aber horizontal, also mache ich hier wieder so ein Relabel auf 1 und kann dann hier meinen Exzess loswerden. Ja, damit wird er inaktiv, aber er hat jetzt Distanzwert 1. Jetzt haben wir nur noch einen aktiven Knoten, das ist der hier. Der ist auch eligible, ne? Das ist eine Abwärtskante und ich habe eine Residualkapazität von 2. Also kann ich die saturieren, die Kante, dann bleibt hier Exzess 2. Die Kante ist saturiert, ist gar nicht mehr im Residualgraphen. Das ist eine Aufwärtskante und das ist eine Horizontalkante, also mache ich einen Lift. Glaube ich. Ja. Das ist auch interessant, der kriegt Abstand 2, obwohl er scheinbar ganz nah zum Ziel ist, aber er kann das ja nicht mehr erreichen. Also wird jetzt auch wieder Fluss zurückgeschoben. Ne? Jetzt habe ich hier einen aktiven Knoten, der hat da eine Kante mit Fluss, aber die ist horizontal. Die da ist sogar aufwärts, also macht dann Relabel auf 2 und dann wird die eligible und er kann diesen Fluss 2 darüber schieben. Ja, dann wird der aktiv. Das passt, die ist sogar eligible, diese Kante, kann den Fluss dahin schieben. Jetzt hat keinem Knoten mehr einen positiven Exzess, also da ist mein Preflow auch ein Flow und ich bin fertig. Wir sehen, das ist der gleiche Fluss, den wir immer berechnet haben in dem Beispiel. Wir haben 12 Push-Operationen benötigt, können später noch gucken, ob man das noch besser kann. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein maximaler Fluss? Das müssen wir noch nachweisen. Das nennt man ja auch, wir haben auch noch nicht nachgewiesen, dass das Ganze terminiert, das kommt später. Für die partielle Korrektheit müssen wir jetzt zeigen, wenn der Algorithmus terminiert, dann berechnet er auch einen maximalen Fluss. Beweis. Zunächst mal, F ist ein Fluss, weil er terminiert nur, wenn alle Knoten einen Exzess 0 haben, also ist es auch ein Fluss. Aber ist er auch maximal? Ja? Nach dem Max-Flow-Min-Cut-Theorem genügt es zu beweisen, also wir wollen jetzt zeigen, F ist maximal. Dafür genügt es zu zeigen, dass es im Residualgraphen keinen Pfad mehr gibt von S nach T. Ja? Nach dem Max-Flow-Min-Cut-Theorem. Und das ist aber jetzt ganz einfach. Und da kommt jetzt diese komische Definition D von S gleich N rein. Ja? Wir haben diese ganzen Invarianten mit, es gibt keine Steep Edges, haben wir ja aufrechterhalten in unserem Algorithmus. Wir wissen außerdem d von t gleich 0 und d von s gleich n. Angenommen, es gäbe einen Pfad von s nach t im Residualgraphen, dann gibt es auch einen einfachen Pfad von s nach t im Residualgraphen und der könnte aber höchstens n-1 Kanten enthalten. Überbrückt aber einen Distanzunterschied von n. Das ist größer als n-1. Also müsste es auf diesem Pfad mindestens einen Steep Edge geben. Das ist ein Widerspruch. Und damit haben wir gezeigt, es gibt keinen
augmentierenden Pfad. Frage dazu? Ja. Also da kommt jetzt, das ist jetzt eine sehr technische Geschichte, warum setze ich D von T auf N? Und das brauche ich genau an der Stelle. Ja. Fragen zu dem Algorithmus? So, wir haben jetzt die partielle Korrektheit gezeigt. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass der terminiert. Und zwar wollen wir ja ein bisschen mehr. Wir wollen auch zeigen, dass der in polynomieller Zeit terminiert. Ja, vielleicht sogar mit einer Komplexität, die besser ist als die Nitz-Algorithmus. Das werden wir im ersten Schritt nicht erreichen. Aber das kommt dann als fortgeschrittenen Teil. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein kleines Lemma. Das ist so ein bisschen eine Verallgemeinerung von dem Lemma, das wir für den Ford Folkerson gebraucht haben. Wir schauen uns wieder einen beliebigen ST-Cut an. Und wir beweisen, dass die Summe der Exzesswerte aller Knoten in S gleich der Differenz des eingehenden Flusses in Groß S und des ausgehenden Flusses aus Groß S ist. Ja? Beweis, wir setzen einfach die Definition des Exzesses ein. Für jeden Knoten. Also das hier ist der Exzess von einem Knoten U. Und ja, haben wir jetzt so eine komische Doppelsumme. Aber was wir jetzt sehen, in dieser Gesamtsumme kommt jede Kante zweimal vor. Einmal als eingehende Kante und einmal als ausgehende Kante. Ja, und dann gucken wir uns einfach ihre Contribution zu dieser Gesamtsumme an. Ja? Wenn es eine Kante ist, die von S nach T geht, wie war das? U war ja in S. Also sind das diese Kanten hier. Die gehen von Groß S nach Groß T. Und dann wird der Fluss negativ gezählt. Also minus F entlang dieser Kante. Umgekehrt, wenn er von T nach S geht, dann ist er tritt er in einer dieser Summen auf, wird also positiv gezählt. Wenn er innerhalb von Groß S ist, dann wird er einmal positiv und einmal negativ gezählt. Das cancelt sich weg, das ist einfach 0. Und das Gleiche gilt dafür, wenn er innerhalb von T ist. Ja? Und dann bleibt genau das hier übrig. Frage? Aha, Sie haben recht, genau, ja, genau. Entschuldigung, ja, genau. Also hier ist nicht analog, sondern die werden gar nicht betrachtet, weil ich nur über die Knoten aus Groß S summiere. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, wenn ich über die auch summieren würde, käme natürlich 0 raus oder sowas. Ja, einfaches Lemma. Ist jetzt nicht so spannend, aber wir sehen so ein bisschen, wie so Argumente funktionieren, die von sehr globalen Überlegungen zu etwas lokaleren gehen. Und das braucht man dann. Dann gibt es noch ein weiteres Lemma, das ich heute nicht beweisen will. Wenn für alle aktiven Knoten gilt, wenn sie positive Exzesse haben, das ist eigentlich Quatsch, das sind ja immer aktive Knoten. Aktive Knoten haben immer einen Pfad im Residualgraphen zurück zur Quelle. Ja? Und das kann man im Wesentlichen mit diesem anderen Lemma beweisen. Und die Intuition dahinter ist auch einfach ganz einfach. Ich habe den Fluss irgendwann dahin geschoben und dann kann ich ihn auch immer zurückschieben. Und das beweise ich hier auf formale Weise. Ich möchte das aber jetzt nicht im Detail durchführen. Das glauben Sie mir jetzt mal. Jetzt kommt wieder eine spannendere Geschichte. Wir haben gesehen, dass diese ganz grobe Intuition hinter der Distanzfunktion, dass ich Fluss in Richtung T schiebe, dass das nicht ganz stimmen kann, weil ich muss ja außerdem Fluss auch wieder zurückbringen können nach S. Und das tritt in diesem Lemma auf. Wir beweisen nämlich, dass der Distanzfunktionswert niemals 2n oder größer sein kann.
Und das kann ich jetzt beweisen mit dem Lemma von eben. Nehmen wir mal an, das wäre nicht so. Also wir würden irgendwann mal eine Relabel-Operation machen, die d von v auf 2n anhebt. Ja? Dann gilt aber nach dem Lemma eben, dass es ein Pfad von v zurück nach s gibt. Das ist OBDA auch wieder ein einfacher Pfad. Und der kann halt auch wieder höchstens n minus 1 Knoten enthalten. Da aber d von s gleich n ist, kann das nicht sein, weil der dann wieder Steep Edges enthalten würde. Ja, deshalb gilt d von v kleiner 2n. Ja. Also sozusagen diese Definition von Abstand von s gleich n bedeutet sowas, naja, der ist weit vom Ziel entfernt, egal was du, wie der Graph aussieht. Im Prinzip ist das n so eine Ersetzung für n unendlich. Ja? Und damit kann ich aber auch zeigen, dass die Entfernung eines beliebigen Knoten in dieser komischen Heuristik höchstens zweimal unendlich ist. Ja? Ganz grob gesagt. Also der setzt uns sozusagen einen Bezugspunkt dazu, was eine maximale Entfernung werden kann. Da ich aber auch Rückwärtspfade brauche, ist die maximale Entfernung halt nicht n, sondern 2n. Ja, oder eine Schranke dafür. Frage dazu? Also was wir hier immer haben, diese komische Approximation von d, die hat einerseits eine gewisse Intuition dahinter, andererseits wird hier eigentlich knallhart formal argumentiert und erst damit können wir dann zu harten Ergebnissen kommen. Ja? Aber die Intuition hilft zu verstehen, was da formal argumentiert wird. So. So, diese Lemmas erlauben es mir jetzt, die Anzahl Operationen, die dieser Preflow-Push-Algorithmus durchführt, abzuschätzen. Und daraus leite ich dann die Laufzeitschranke ab. Ja? Also zunächst mal, wie viele Relabel-Operationen kann es geben? Kleiner gleich 2n². Warum? Ein Relabel erhöht diesen Distanzfunktionswert immer um 1. Jeder Knoten kann aber höchstens auf 2n-1 angehoben werden. Also habe ich sowas wie n mal 2n-1. Das ist kleiner gleich 2n². Ja? Fragen dazu? Also Relabels sind viele, ne? Quadratisch ist schon eine ganze Menge, aber polynomiell. Saturierende Push-Operationen. Kleiner gleich m mal n. Warum? Nehmen wir mal an, wir machen einen saturierenden Push von V nach W. Dann fliegt die Kante E aus dem Residualgraphen raus. Jetzt wäre man versucht zu sagen, juhu, dann sind wir sie los, dann kann es nur M Saturating Pushes geben. Das ist leider zu einfach. Die kann auch wieder reinkommen in den Residualgraphen. Aber das geht nur, wenn ein Push passiert in die umgekehrte Richtung, von V nach W. Entschuldigung, ich habe Quatsch erzählt. Ich rede über V. Also wir machen einen Push von V nach W über einen Downward Edge. Das VW fliegt aus dem Residualgraphen. Das Problem ist, er kann auch wieder reinkommen. Aber das kann nur gehen, wenn es einen Push gibt von W nach V. Und das wiederum geht nur, wenn der angehoben wird um zwei Levels mindestens. Ja? Weil das war eine Downward-Kante. Wenn ich jetzt in umgekehrte Richtung einen Push machen will, muss das auch Downward sein. Das geht nur, wenn W um mindestens zwei Levels hochgehoben wurde. Nämlich einmal um zu einem, dann ist es eine horizontale Kante und dann nochmal. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn so eine Kante neu da reinkommt, kommt auch eine entsprechende Anzahl Relabels dazu. Und wenn ich das abschätze, sehe ich, aha, genau, also dieses, das kann höchstens n mal passieren, ne? weil die Höhe von W kann ja höchstens 2n werden, aber für jedes Mal, die wieder reinkommen, geht der um 2 hoch, also kann jede Kante nur sozusagen nur n mal ins Spiel kommen. Ja, das multipliziere ich mit der Anzahl Kanten m, also habe ich kleiner gleich n mal m,
saturierende Push-Operation. Frage dazu? Das Blöde sind jetzt die nicht saturierenden Push-Operationen. Ja, Frage? Nee. Also fangen wir mal an. Das niedrigstmögliche ist, V hat Distanz 1, der hat Distanz 0. Ja? Dann kommt eine Push-Operation. Dann W geht auf 3 und dann kommt noch eine dazu. Dann muss W geht auf 2, also von 0 auf 2 und dann kommt eine dazu. So, jetzt geht V auf 4, damit in die entgegengesetzte Richtung wieder was passieren kann. Also ich glaube, das Problem, das wir gerade haben, ist, wie oft zähle ich? Ne? Also es geht immer um 2 hoch und dann kann ich wieder einmal entlang dieser Kante pushen. Sie haben recht, also am Anfang kommt dann noch eine zusätzliche dazu, aber die fehlt mir ganz am Ende, weil ich das 2n auch nie erreichen kann. Also habe ich am Ende doch wieder richtig gezählt. Ich meine, ist auch egal, weil wir am Ende alles asymptotisch machen wollen, aber hier stimmt's doch. Ja, okay. So, non-saturating push sind leider ein bisschen komplizierter. Und wenn wir das Delta irgendwie gleich infinitesimal klein wählen, kann das natürlich auch beliebig viele sein. Also wir nehmen jetzt tatsächlich Delta gleich Minimum Excess V und Residualkapazität. So, und jetzt, das ist tatsächlich so, diese Analyse, die ist dann sehr abhängig davon, welche konkreten Heuristiken ich verwende, aber das ist jetzt eine konservative Schranke, die für beliebige Auswahlen von Knoten und Kanten gilt. Und jetzt kommt aber eine interessante Analysetechnik, die sogenannte Potentialmethode, die für fortgeschrittene Algorithmenanalyse immer wieder vorkommt, nicht nur für Graphenalgorithmen. Ich definiere mir jetzt eine komische Funktion phi. Das ist mein Potential, hat ganzzahlige Werte. Und die konkreten Werte, die ich hier wähle, das ist die Summe der Distanzfunktionswerte der aktiven Knoten. Ja? Die ist am Anfang 0, weil ich alle aktiven Knoten haben Distanzfunktionswert 0. Ne? Und am Ende ist sie auch 0, weil es gibt gar keine aktiven Knoten mehr. Ja? Und die ist außerdem nicht negativ, weil ich zähle ja Distanzwerte, die sind nicht negativ. Also das ist irgendwie ein Wert, der geht irgendwie rauf, runter und am Ende ist er wieder 0. Und ich habe auch, da das immer ganzzahlige Werte sind, kann ich die Werte, die ich da habe, auch als Zeit interpretieren. Ne? Und jetzt gucke ich mir an, wie verändere ich diesen Potentialfunktionswert durch meine Operationen? Eine Relabel-Operation erhöht den Wert um eins, weil ich summiere über alle aktiven Knoten. Wenn ich einen aktiven Knoten relable, erhöhe ich phi halt um 1. So, ein saturierender Push erhöht den Wert um maximal 2n. Warum ist das? Ein saturierender Push, der geht irgendwo eine Downward Edge. Im schlimmsten Fall bleibt der Knoten aktiv, aber der Knoten, wo was hingeschoben wird, der könnte aktiviert werden. Ja, und kommt dann in diese Summe hinzu.
Aber wir haben gesehen, die Distanzwerte sind höchstens 2n, also kommt höchstens 2n hinzu. Ja? Gut. Ein nicht saturierender Push, das ist jetzt wichtig, weil die wollen wir gerade zählen, reduziert den Wert um mindestens 1. Warum ist das so? Wenn ich einen nicht saturierenden Push mache, heißt das, das Delta, das ich hier auswähle, ist der Exzess von einem Knoten. Das heißt, es gibt einen Knoten, der ist jetzt plötzlich nicht mehr aktiv. Der fällt aus dieser Summe raus. Ja? Und dessen D-Wert fliegt raus und der... Und da es eine Abwärtskante war, ist der D-Wert vorher auch mindestens 1 gewesen. Das fliegt raus. So, jetzt müssen wir aufpassen. Es kann natürlich sein, dass er dadurch den Knoten, den er erreicht, aktiviert. Aber da es eine Abwärtskante war, ist der Wert, der jetzt zu der Summe hinzukommt, echt kleiner als der Wert, der rausfliegt. Und deshalb ist das kleiner gleich minus 1. Ja? So, jetzt weiß ich also, wie die einzelnen Operationen diesen Wert vermindern und verändern. Und jetzt kann ich zählen, wie oft das passiert. Wir haben gesehen, Relabel-Operationen gibt es höchstens 2n Quadrat und saturierende Pushes höchstens n mal m. Ja? Das heißt, die maximale Erhöhung ist höchstens 2n Quadrat plus 2n Quadrat mal m. Also Multiplikation davon 2n mal 2n mal m, also kleiner gleich 2n Quadrat mal m. Ja? Das ist die maximale Erhöhung. Aber dann kann es auch nicht mehr als so viele Verringerungen geben. Also habe ich auch eine entsprechende Schranke über die nicht saturierenden Push-Operationen. Und das hier dominiert natürlich. Also ich habe sowas wie O von n Quadrat mal m, nicht saturierende Push-Operationen. Fragen dazu? Genau, also das ist auch einer der Gründe, wieso ich Ihnen diese relativ komplexe Analyse hier überhaupt antue. Wir haben hier eine Analysetechnik kennengelernt, die ganz wichtig ist für nicht triviale Algorithmenanalysen, auch außerhalb eines konkreten Algorithmus. Ja? Potentialmethode. Frage dazu. Und die Kunst ist natürlich, diese Funktion da auszuwählen. Also das sind oft noch abstrusere Dinge, die da passieren. Und man muss dann halt gucken, wie wirkt sich das aus auf die Analyse. Naja, was machen die einzelnen Ereignisse in meinem komplexen Algorithmus mit dieser Potentialfunktion und was kann ich daraus schließen? Das ist dann der kreative Teil, im Prinzip das Vieh auszuwählen. So, wir sind noch nicht ganz fertig mit der Analyse des Algorithmus. Vielleicht gehen wir mal hier zurück. Wo ist der generische Preflow-Push-Algorithmus? Der war hier. Laufzeitanalyse von dem Algorithmus. Initialisieren ist linear. Ne? Dann das hier auswählen, ein Push, das ist konstante Zeit. Das ist konstante Zeit. Ich muss einen aktiven Knoten auswählen. Wie lange brauche ich dafür? Das ist auch nicht so schwierig. Also es kommt natürlich darauf an, wie ich das mache. Aber zum Beispiel könnte ich die einfach in einem Stack oder in einer FIFO-Queue halten, diese Knoten. Und dann kann ich in konstanter Zeit immer einen auswählen. Aber jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, eligible Kanten auswählen. Wenn ich das naiv mache, brauche ich Zeit linear im Grad des Knotens. Und den Faktor in der Analyse möchte ich mir jetzt auch noch sozusagen sparen. Alles andere sind hier Konstantzeitoperationen. Ne? Jetzt zurück zur Analyse. Moment. Es gibt jetzt hier eine kleine Optimierung, die man hier einbaut. Man merkt sich für jeden Knoten so einen Index Current Edge, der Also man hat für jeden Knoten so eine Liste von Kanten im Residualgraphen.
Und man merkt sich sozusagen so einen Merker da drauf, einen Zeiger oder eine Referenz auf diesen Knoten. Und die Invariante, die ich aufrechterhalte, alles, was davor ist, ist nicht eligible. Sodass ich nicht jedes Mal, wenn ich eine eligible Kante suchen muss, von neuem über die ganze Adjazenzliste in GF gehe, sondern ich scanne durch nach weiteren Kanten. Und wenn ich dann einmal durch bin, weiß ich, es gibt keinen eligible Edge mehr. Darum geht es jetzt. Ja? Also ich habe die Invariante, keine Kante links von dieser Current-Edge-Referenz ist eligible. Um das aufrechtzuerhalten, setze ich Current-Edge immer zurück auf den Anfang, wenn ich ein Relabel mache. Aber ich weiß, jeder Knoten wird nur 2n mal relabelt. Das hilft mir hier in der Gesamtalgorithmenanalyse. Wenn ich Push über die umgekehrte Kante mache, kann sie nicht verletzt werden. Weil, wenn ich einen Push über eine Kante mache, ist die abwärts. Dann ist die umgekehrte aufwärts. Und entsprechend kann die auch nicht eligible sein. Ja? Also muss ich jetzt noch einmal umdrehen. Also es kann jetzt sein, dass es, ich habe hier das Current Edge. Wenn links davon eine Kante ist, der ein Reverse Edge, einen Push erfährt, dann war das ein Downward. Dann ist aber die andere Kante upward und nicht eligible und bleibt auch nicht eligible. Ja? Also da habe ich kein Problem. Und sonst kann eigentlich mit den Kanten da nichts passieren. Ja? Das bedeutet aber, dass die Gesamtkosten für diese Suche eben 2n, das ist die Anzahl Relabel-Operationen, die ein Knoten haben kann, mal Degree ist für einen Knoten V. Und wenn ich das über alle Knoten summiere, kriege ich O von n mal m Zeit fürs Suchen. Ja? Fragen dazu? Und jetzt kann ich aus den ganzen Lemmas, die ich habe, die Laufzeitanalyse von dem Preflow-Push zusammensetzen. Nämlich O von n Quadrat mal m. Partielle Korrektness haben wir schon gezeigt. Initialisierung ist Linearzeit. Aktive Knoten kann ich in konstanter Zeit auswählen, wenn ich die in einem Stack oder einer FIFO halte. Um den Residualgraph abzudaten und die Distanzen und so, muss ich außerdem noch eine kleine Datenstruktur haben. Ich muss zu jeder Kante die umgekehrte Kante auch finden. Das ist in den Standard-Graph-Datenstrukturen nicht der Fall. Also da muss ich so eine zusätzliche Augmentierung in meinem Graphen haben. Und dann kann ich das Push in konstanter Zeit implementieren. So, ich habe in Lemma 7 gezeigt, dass ich höchstens 2n² Relabel-Operationen habe, in Lemma 8 n mal m saturierende Push-Operationen, Lemma 9, O von n Quadrat mal m nicht saturierende Push-Operationen und in Lemma 10, O von n mal m Suchzeit für eligible Edges. Wenn ich das summiere, ist das O von n Quadrat mal m. Fragen dazu? So. Das ist jetzt auf den ersten Blick ein bisschen unbefriedigend. Also wir haben für D-Netz-Algorithmus gezeigt, dass der Laufzeit im Allgemeinen von O von n Quadrat mal m hat. Dann haben wir geschimpft und gesagt, es ist uns nicht schnell genug. Jetzt machen wir Preflow-Push und am Ende kommen wir auf die gleiche asymptotische Laufzeit. Das heißt, ein bisschen mehr bin ich Ihnen jetzt schon noch schuldig. Aber wir haben das ja auch noch nicht ausgereizt. Wir haben ja jetzt gesagt, jeder beliebige Preflow-Push-Algorithmus ist so schnell wie D-Netz. Ja? Vielleicht gibt es ja spezielle, geschickte Preflow-Push-Algorithmen, die schneller sind. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Zunächst mal kann man sich eine relativ einfache Variante angucken, die auch in der Praxis sehr gut funktioniert. FIFO Preflow Push. Man hält die
die aktiven Knoten in einer FIFO. Das heißt, wenn man sie einmal betrachtet hat, betrachtet man sie lange nicht wieder. Das ist allerdings nur dann eine gute Strategie, wenn man außerdem, wenn man einen Knoten mal ausgewählt hat, ein bisschen mehr tut, als nur eine Operation durchführen. Nämlich, wir machen saturierende Pushes, so oft wir können, bis wir einen nicht saturierenden Push machen, dann wird er deaktiviert, der Knoten. Ja? Wir exhausten ihn sozusagen. Oder aber wir relabeln ihn. Ja? Man kann sich den Algorithmus dann auch so in Phasen vorstellen. FIFO-Q ist dann so ein bisschen nur eine Implementierung davon. Wir gucken uns alle aktiven Knoten einmal an und dann ist eine Phase zu Ende und dann kommen nochmal alle und so weiter. Man kann zeigen mit einer Analyse, die gar nicht so anders ist, wie das, was jetzt kam, also Potentialfunktionen zählen, wie oft kann welche Operation stattfinden, dass die Laufzeit dann O von N hoch 3 ist. Das ist jetzt nicht so überzeugend, dass das besser ist als N Quadrat mal M. Aber naja, für Graphen, wo m groß ist gegen n, also klein Omega von n, ist es eine asymptotische Verbesserung. Ja? Werde ich aber hier nicht durchführen. Ich habe ein ehrgeiziges Ziel. Ich möchte Ihnen einen Algorithmus zeigen, der noch besser ist, nämlich n Quadrat mal Wurzel m. Und der hat eine andere Auswahlregel, nämlich wir wählen jeweils einen aktiven Knoten mit maximalem D-Wert. Ja? Die Idee ist so ein bisschen, wir wollen erstmal Fluss, der weit weg vom Ziel ist, näher ans Ziel schieben, bevor wir weiter unten was tun, weil die Hoffnung ist, dass wir dann ganz viel Fluss zusammengeschoben haben, den wir dann in einem Schritt weiter nach unten schieben können. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe hier mein Flussnetzwerk entlang der Levels aufgezeichnet, dann schiebe ich immer von oben runter und habe dann die Hoffnung, dass ich den Fluss sozusagen näher beieinander halte, als wenn ich sage, oh, ich schiebe überall ein bisschen und dann muss ich viel mehr Operationen durchführen. Ja, das ist die Intuition dahinter. Ein anderer Grund, warum ich das hier ausgewählt habe, ist, weil wir hier nochmal einen Bezug haben zu einer Datenstruktur, die wir schon gesehen haben, nämlich so eine Bucket Priority Queue kann man verwenden, um die Operation, um unsere Active Node Datenstruktur mit in amortisierter Weise effizienter Laufzeit aufrechtzuerhalten. Also meine Distanzen, das sind ja ganzzahlige Prioritätswerte. Da kann ich eine ganz einfache Bucket Queue machen mit n Buckets. Ich muss die auch nicht zyklisch machen, wo Bucket i für aktive Knoten mit Distanzwert i stehen. Ja? Und die Operationen, die ich brauche, sind Insert, wenn Knoten aktiviert wird, Increase Key, wenn eine Relabel-Operation stattfindet. Und Delete Maximum. Also es ist eine Max Priority Queue im Endeffekt. Die schlechte Nachricht ist, der Algorithmus ist nicht monoton. Also es kann sein, dass aktive Knoten ins Spiel kommen mit einem Wert, der größer ist als das bisherige Maximum. Das muss ich jetzt umdrehen, weil ich eine Max-Priority-Queue habe. Aber man kann sich überlegen, dass die Relabel-Operationen bezahlen in einem amortisierten Sinne für diese Suchoperationen in der Priority-Queue. Ja? Und so, wir wollen jetzt
wir können dann zeigen, dass es O von n Quadrat mal Wurzel m nicht saturierende Push-Operationen gibt. Beweis kommt später. Aber daraus folgt dann bereits, dass der Highest-Level-Prefer-Push-Algorithmus O von n Quadrat mal Wurzel m Zeit braucht. Im Endeffekt mit einer Analyse, die jetzt hier so funktioniert. Die ganzen anderen Sachen genau, wenn ich mir das angucke, das Einzige, was hier n Quadrat mal m war, war dieser Term. Genau. Und wenn ich jetzt zeige, dass der kleiner wird, dann ist alles andere hier ohnehin O von n Quadrat mal Wurzel m. Ja? Also dann bin ich fertig, wobei das der komplizierte Teil des Beweises ist. Machen wir mal ein Beispiel. Das ist jetzt wieder unser initialisierter Preflow mit Active Nodes hier. Ich habe jetzt bereits eine Heuristik angewendet, über die wir später auch noch sprechen werden. Nämlich, ich habe den Algorithmus außerdem initialisiert mit den BFS-Distanzen von t für d. Also habe ich hier Distanz 0, 1, 2. Gut, und der ist nicht erreichbar im Residualgraphen, aber der ist ja definiert als n gleich 6. Ne? So. Naja gut, die haben beide Distanz 2. Ich kann irgendeinen auswählen. Ich nehme wieder den. Der wird deaktiviert. Im Beispiel eben habe ich dann, bin ich diesem Pfad weitergefolgt. In Highest Level sage ich, nö, der hat Distanz 1. Es gibt aber einen mit Distanz 2. Ich muss jetzt den auswählen. Genau, und jetzt habe ich außerdem diese Regel, den wähle ich jetzt immer wieder aus, sozusagen, solange der aktiv ist. Ja, der hat diese Distanz 2. Es gibt hier ein Downward Edge, es gibt hier ein Downward Edge. Ich kann saturierende Pushes da entlang machen. Dann reduziert sich der Exzess von 10 auf 6. Dann ist hier ein saturierender Push nochmal Kapazität 4. Dann reduziert sich der Exzess auf 2. Und jetzt gibt es keinen Eligible Edge mehr. Dann passiert dieses, was wir eben schon mal hatten. Aha, der hat Exzess 2, aber der hier, den kann ich eligible machen durch ein Relabel auf den Wert 7. Also füge ich das hier hinzu und erst jetzt wird der inaktiv. Und ich suche mir jetzt wieder den Highest Level, das sind die beiden. Dann wähle ich OBDA den hier. Ja, der hat einen Exzess von 14. Der kann jetzt erstmal 12 hier runterschieben. Bleibt dann aber dabei, ja, ich habe noch weiteren Exzess von 2. Und den kann ich loswerden, indem ich einen Relabel von 1 auf 2 auf 3 mache und es dann hierhin zurückschiebe. Hierhin geht nicht, weil der schon 7 hat. Ne? So. Dann wird der inaktiviert. Und der hier hat den Highest Level. Und das kann ich hier runterschieben. Der hier hat Exzess 6. Kann das da runterschieben. Und ist fertig. Dann habe ich nur 9 Push-Operationen statt 12 gebraucht. Das ist jetzt ein bisschen unfairer Vergleich, weil ich diese Distanzfunktion zusätzlich mit berechnet hatte. Vielleicht hätte der andere das auch gemacht mit einer geeigneten Heuristik. Aber wir haben zumindest ein Beispiel gesehen, dass man durch geeignete Auswahl der Reihenfolge der Operationen die Anzahl Push-Operationen beeinflussen kann. Ja? Fragen dazu? So, dann werde ich beim nächsten Mal dieses Lemma beweisen, dass wir halt eine nicht trivial kleine Anzahl Non-Saturating Pushes brauchen. Das wird wieder mit einem diesmal nicht noch etwas nicht-trivialeren Potentialfunktionsargument passieren.
Dann gucken wir uns heuristische Verbesserungen und Experimente an dazu und werden dann das Flusskapitel auch zum Abschluss bringen. Vielen Dank.